Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zwei gezielte Sabotageakte haben am Morgen den Bahnverkehr im Nordwesten Deutschlands über Stunden lahmgelegt. Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Wissing wurden zwei Glasfaserleitungen durchtrennt in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Dadurch fiel das digitale Funknetz der Bahn aus. Die Züge mussten gestoppt werden. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unklar. Betroffen waren viele Urlauber, weil in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien begannen. Lange Gesichter in Norddeutschlands Bahnhöfen. Es sieht am Morgen aus wie eine weiträumige Störung im Bahnsystem, Verspätungen und Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr. In vielen Bahnhöfen wie hier in Hamburg stehen die Züge über Stunden still. Der digitale Zugfunk, die Verbindung zwischen Zügen und Leitstellen, ist ausgefallen. Am Mittag spricht die Bahnzentrale davon, dass Kabel durchtrennt worden seien. Der Verkehrsminister stellt danach die Ursachen klar. Der Grund ist ganz klar Sabotage an Leitungen, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind. Aufgrund eines sehr schnellen Krisenmanagements der Deutschen Bahn konnte in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr der Zugverkehr noch am Vormittag wieder aufgenommen werden. Jetzt sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Nachwirkungen der Zugausfälle betreffen im Tagesverlauf das gesamte Bundesgebiet, obwohl die Züge wieder rollen. Währenddessen bestätigt das Bundesinnenministerium die Ermittlungen gegen Unbekannt. Die Ministerin twittert, an zwei Orten sind für den Bahnverkehr unverzichtbare Kabel durchtrennt worden. Die Hintergründe sind noch unklar, die Bundespolizei ermittelt mit Hochdruck. Hier in der Nähe von Berlin-Karow und in Herne, Nordrhein-Westfalen, wurden demnach sensible Leitungen vorsätzlich durchtrennt. Bahn, Flugzeug, aber auch Strom und Wasser. Die ganze Infrastruktur in Deutschland sei mangelhaft geschützt, sagen Experten gegenüber Tagesschau 24. Wir brauchen politische Strukturen, wir brauchen Gesetzgebung, wir brauchen eine Motivation für die kritischen Infrastrukturen, eine ordentliche Sicherheit umzusetzen und das Verständnis. Und das fehlt aktuell in Deutschland an leider vielen Stellen. Die Anschläge auf die Bahn können zur Stunde noch keinem Täterkreis zugeordnet werden. Stefan Stuchlik in unserem Hauptstadtstudio. Noch ist ja unklar, wer die Täter sind. Aber welche Schlüsse lassen sich denn aus ihrer Vorgehensweise ziehen? Nun, der Täterkreis scheint sich im Moment etwas einzuengen, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen wurde gezielt der digitale Zugfunk getroffen, eine sehr sensible Stelle bei der Deutschen Bahn. Das ist die Kommunikation zwischen den Zügen und den Leitstellen. So etwas trifft man nicht zufällig, haben uns Experten gesagt. Und zum Zweiten, die beiden Anschläge wurden hunderte von Kilometern voneinander entfernt vorgenommen. Der eine in Herne und der andere hier in Berlin-Karow. Und trotzdem, das eine Kabel, das durchtrennt wurde, scheint das Ersatzkabel für das andere gewesen zu sein. Das heißt, die Täter haben ein genaues Wissen von der digitalen Infrastruktur der Bahn. Was wiederum bedeutet, man kann keinen Täterkreis ausschließen, also auch keinen Terroranschlag oder das Handeln von staatlichen Akteuren. Das wäre in beiden Fällen ein Fall für den Generalbundesanwalt. Soweit aber sind wir noch lange nicht. Man ermittele in alle Richtungen, hat man uns heute noch einmal bestätigt. Vielen Dank, Stefan Stuchlik. Die für Russland strategisch wichtige Brücke zur Krim ist durch eine Explosion schwer beschädigt worden. Mindestens drei Menschen wurden getötet. Der Auto- und Zugverkehr war zeitweise ausgesetzt. Nach russischen Angaben war ein Sprengsatz in einem LKW explodiert und hatte einen Güterzug mit Treibstoff in Brand gesetzt. Die Brücke zwischen Schwarzem und Asowschem Meer war nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel durch Russland gebaut worden. Über das 19 Kilometer lange Bauwerk bei Kertsch wird auch die Versorgung der russischen Truppen auf der Krim gesichert. Die Krimbrücke in Flammen. Diese Bilder gehen heute viral. Sie zeigen die zerstörte Straßenfahrbahn und die beschädigte Eisenbahnbrücke. Seit 2018 verbindet die Kertschbrücke das russische Festland mit der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Eine Verbindung mit hoher symbolischer Bedeutung, ein Prestigeobjekt für Präsident Putin. Dass sie nach einer Explosion am frühen Morgen nicht mehr nutzbar ist, wirft in Russland viele Fragen auf. Ermittlungen sollen die Ursache klären.
Nach vorläufigen Informationen wurde heute Morgen ein LKW auf der Krimbrücke in die Luft gesprengt, was zur Entzündung von 7 Kraftstofftanks eines Zuges führte, der in Richtung der Halbinsel Krim unterwegs war. Die genauen Hintergründe zu der Explosion bleiben weiter unklar. Russland hat die 19 Kilometer lange Brücke genutzt, um Kriegsgerät an die Front zu transportieren. Experten sprechen von einer großen strategischen Bedeutung. Der eingeschränkte Nachschub von technischem Gerät wird sich direkt auf die militärischen Operationen der russischen Streitkräfte auswirken. Die Explosion auf der Krimbrücke ist das bestimmende Thema in der Ukraine. Die Menschen sehen dies als klare Schwächung Russlands. Das ist eines der besten Ereignisse, die es in letzter Zeit gegeben hat. Ein kleiner Sieg ist das. Aber viele kleine Schritte führen zum großen Sieg. Nach russischen Angaben ist der Verkehr teilweise wieder für Züge und Autos freigegeben. Und ich frage nach bei Ina Ruck in Moskau. Was bedeutet die Beschädigung der Krimbrücke denn für Russland und Präsident Putin? Das ist natürlich ein schwerer Schlag für Russland und für den Präsidenten, denn diese Brücke ist ja sein persönliches Projekt, wenn man so will. Er hat sie damals selbst eröffnet, ist am Steuer eines LKW als erster drüber gefahren. Die Brücke ist auch die erste Verbindung gewesen zwischen Russland und der illegal annektierten Krim. Also hohe symbolische Bedeutung und auch symbolische Bedeutung des Schadens jetzt, nicht? Zweitens fragt man sich hier natürlich, wie das sein kann, dass ein solches Objekt, das zu den Bestbewachten hier zählt, tatsächlich offenbar nicht geschützt werden kann. Da sind jetzt Ermittlungen begonnen worden. Man vermeidet hier, die Ukraine zu erwähnen von höchster offizieller Stelle. Man spricht auch nicht von einem möglichen militärischen Angriff der Ukraine, natürlich in diesem Zusammenhang. Aber ganz klar, die Brücke hat militärische Bedeutung. Wir haben das eben gehört. Sie ist wichtig für den Nachschub der russischen Truppen, die da im Süden der Ukraine im Moment kämpfen. Cherson, Saporizhia, das sind die wichtigen Gebiete im Moment, die man ja auch illegal annektiert hat. Deswegen, auch wenn es heißt, die Brücke sei jetzt teilweise wieder befahrbar, der Schaden ist da, symbolisch und auch faktisch. Vielen Dank, Ina Ruck in Moskau. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission zur Gaspreisbremse wird voraussichtlich länger beraten als erwartet. Die Ökonomin Pittel, die dem Gremium angehört, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie rechne mit Gesprächen bis in die kommende Woche hinein. Ursprünglich wollte die Kommission ihre Beratungen morgen beenden. Die Experten erarbeiten Vorschläge, wie die von der Ampelkoalition geplante Gaspreisbremse konkret ausgestaltet werden könnte. Mehrere tausend Anhänger der AfD haben im Berliner Regierungsviertel gegen die Politik der Ampelkoalition demonstriert. Das Motto der Protestaktion vor dem Reichstagsgebäude lautete: Energiesicherheit und Schutz vor Inflation, unser Land zuerst. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Gegendemonstrationen, unter anderem von der Initiative Aufstehen gegen Rassismus. Als Alternative zur Krisenpolitik der Regierung wollen sie sich in Position bringen. Die AfD hat die Unzufriedenen ins Berliner Regierungsviertel gerufen. Sie scheint bemüht, das Protestpotenzial in der Bevölkerung für ihre Zwecke zu nutzen. Der Parteichef analysiert, die Antworten der Regierung auf die Energiekrise seien ein Anschlag auf den Wirtschaftsstandort. Beim Anschlag auf unsere Infrastruktur, beim Anschlag auf die deutsche Industrie, auf den deutschen Mittelstand, schweigen unsere führenden Politiker. Da kann man nur sagen, pfui Deibel! Die AfD-Politprominenz aus dem Bundestag scheute nicht die Nähe mit offen rechtsextremen Demonstranten. Bis zu 10.000 Teilnehmer zählte die Polizei, mobilisiert aus der gesamten Bundesrepublik. Zum Gegenprotest versammelten sich Gegner der AfD. Der linken Politiker Ferhat Kocak kämpft seit Jahren politisch gegen Rassismus und war selbst schon Ziel eines rechtsextremen Anschlags. Er ist besorgt ob der Mobilisierung. Es ist einfach verstörend zu sehen, dass die AfD bis hinein in die bürgerliche Mitte versucht, Menschen zu greifen und sie gemeinsam mit radikalen, gewaltbereiten Rechtsextremisten zusammen vor den Reichstag geführt hat. Rund 1500 Gegendemonstranten traten der AfD mit Sprechchören gegenüber. Wegen umfangreicher Polizeiabsperrungen habe sich der Protest nur schwer versammeln können, kritisierten Teilnehmer. Abgesehen von kleineren Rangeleien blieben Protest und Gegenprotest friedlich. Allerdings gab es 18 Strafanzeigen, auch wegen des Tragens verfassungswidriger Symbole.
Ebenfalls in Berlin, aber auch in anderen Städten hat es heute Proteste gegen zu hohe Mieten gegeben. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis Mietenstopp, das unter anderem eine Deckelung der Mietpreise fordert. In mehr als 50 Orten fanden Kundgebungen und andere Aktionen statt. Den Veranstaltern zufolge beteiligten sich bundesweit mehrere tausend Menschen. Es waren viele Städte, aber nicht sehr viele Teilnehmer, die sich heute an dem bundesweiten Aktionstag beteiligt haben. Draußen wird für bezahlbaren Wohnraum und bezahlbare Nebenkosten demonstriert und drin gibt es Beratungsangebote. Laut Bündnis kenne die Preisspirale nur eine Richtung, nach oben. Die akute Sorge, massenhafte Kündigungen nach dem Winter, weil hohe Nebenkostennachzahlungen nicht mehr beglichen werden können. Eine ganz wichtige Forderung ist ein Kündigungsmoratorium, was mindestens für 6 Monate das Recht des Vermieters aussetzt, wegen nicht zu zahlender Mieten das Mietverhältnis zeitnah zu kündigen. Eine weitere Kernforderung, ein 6-jähriger Mietenstopp. In dieser Zeit sollten mindestens 100.000 Sozialwohnungen jährlich gebaut werden. Außerdem werden strengere Regeln für Eigenbedarfskündigungen und Umwandlungen in Eigentumswohnungen gefordert. In Dresden bietet der Mieterverein heute auch eine Überprüfung von erhöhten Energieabschlagszahlungen an. Jeden Tag ist im Kasten ein Brief, wo jemand mehr Geld haben will. Wie willst du das machen? Mit einer Mindestrente, sage ich mal so. Mehr als 160 Initiativen, Bündnisse und Verbände haben sich der Kampagne Mietenstopp angeschlossen. Darunter der Deutsche Mieterbund, der DGB, der Paritätische und die Arbeiterwohlfahrt. In der Fußball-Bundesliga hat Xabi Alonso als neuer Trainer von Bayer Leverkusen einen gelungenen Einstand gefeiert. Unter seiner Regie gewann die Werkself gegen Schalke mit 4:0. Der neue Trainer von Bayer 04 Leverkusen, Xabi Alonso, der Spanier im Fußball, ein Weltstar. Das war er als Spieler, das will er auch als Trainer werden. Und das Chefcoach-Debüt in der Bundesliga beginnt erfolgreich. Leverkusen in Rot-Schwarz mit der Führung nach 38 Spielminuten. Moussa Diaby, der Torschütze. Und gut 2,5 Minuten später Treffer Nummer 2 durch Jérémy Frimpong. Diesmal Diaby als Vorbereiter. Der Tabellen-17. mit einem 2:0 zur Pause gegen den Tabellen-15. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer chancenlos. 7 Minuten nach dem Seitenwechsel. Wieder das Zusammenspiel Diaby-Frimpong, dessen zweites Tor Schalke mit dem Leverkusener Tempo überfordert. 3:0 und das war noch nicht der Endstand. Leverkusen legt sich Schalke noch mal zurecht. In der Schlussminute der eingewechselte Adli auf den eingewechselten Paulinho. 4:0. Xabi Alonso, der Weltmeister von 2010, gleich bei seinem Einstand mit einem beeindruckenden Statement. Ein Glücksschrei von Thomas Letsch. Im 9. Saisonspiel der erste Sieg für den VfL Bochum. Erst nach einer Stunde wird das Spiel unterhaltsam. Frankfurt in Rot mit der ersten guten Gelegenheit. Nach einem kurzen Kuddelmuddel kommt der Ball zu Raphael Boré. Das Spiel ist extrem intensiv und Bochum, der Tabellenletzte, geht in Führung. Eckball Förster, Kopfball Hofmann, 1:0, das zweite Saisontor des Neuzugangs. Kurz vor Schluss der nächste Standard, wieder serviert Förster, diesmal ist es aber ein Eigentor von Evan Ndicka. Eine Szene, die zum unglücklichen Frankfurter Auftritt passt. In der Nachspielzeit fällt sogar noch das 3:0 durch Philipp Förster. Er mit 2 Vorlagen und einem Tor der Mann des Spiels. Ein wichtiger Sieg für Bochum. Frankfurt dagegen verliert erstmals auswärts in dieser Saison. Und hier die weiteren Ergebnisse. Mainz-Leipzig 1:1, Augsburg-Wolfsburg 1:1. Im Spiel Dortmund gegen München steht es kurz vor dem Ende 1:2. Bereits gestern unterlag Hoffenheim Bremen mit 1:2. Morgen dann noch 3 Spiele. Mönchengladbach trifft auf Köln, Hertha BSC empfängt Freiburg und Stuttgart spielt gegen Union Berlin. Die Tabelle. Union Berlin an der Spitze vor Freiburg, München, Bremen, Dortmund und Hoffenheim. Frankfurt ist Siebter. Die zweite Hälfte beginnt mit Leipzig in der Abstiegszone, Schalke, Stuttgart und Bochum. Und jetzt die Lottozahlen. 7, 8, 15, 36, 38, 49. Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 9. Oktober. Ein Hoch sorgt morgen in weiten Teilen des Landes oft für sonniges Herbstwetter. In der Nacht bildet sich vor allem im Süden und in der Mitte mancherorts Nebel, der sich im Laufe des Vormittags auflöst. Sonst ist es am Tag meist sonnig, im Norden und Nordosten ab und an leicht bewölkt, südlich der Donau Wolken, am Alpenrand am Nachmittag stellenweise Regen. In der Nacht plus 11 bis minus 1 Grad, am Tag 13 Grad am Alpenrand, 20 Grad am Oberrhein. Am Montag Sonne, sobald sich der Nebel aufgelöst hat, im Nordwesten werden die Wolken dichter, es regnet etwas. Im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Am Dienstag vor allem im Norden ab und an Wolken, sonst Sonne, an den Alpen einzelne Schauer. Ähnlich der Mittwoch, nur anfangs öfter Nebel. Um 23.15 Uhr spricht Alina But in den Tagesthemen mit dem ARD-Terrorismus-Experten über die möglichen Hintergründe der Sabotage bei der Bahn. Und unser Ukraine-Korrespondent hat die neuesten Informationen zur Explosion auf der Krimbrücke. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.